Hallo, ich bin Rebecca. Ich bin Jonas. Das ist Rocky. Und wir haben einen VW-Bus, der heißt Bruno. Und da drauf sitzt ein Dachzelt vom Campberg. Und das stellen wir euch jetzt mal vor und zeigen euch unser Setup. Kommt mal mit. Weil wir auf dem Dachzelt-Nomaden-Camp sind, zeige ich euch zuerst unser Dachzelt. Dafür muss man an so einem schlammigen Tag schon hier unten am besten die Schuhe ausziehen. Dann kann man halt hier hoch. So. Und dann kommt man hier in unser schönes, großes, geräumiges Dachzelt mit sehr vielen Fenstern. Das finde ich ganz cool. Das kann man hier dann aufmachen. Mal hier den Fliegenschutz. Aber dann auch noch hier. Und dann kann man schön rausgucken. Klar ist eine Folie, aber dafür kann man auch im Regen rausgucken und Sternenhimmel und alles schön beobachten. Hier ja nochmal. Hier. Und hier ist auch noch eine Seite, wo man dann rausgucken kann. Und da sieht man auch schon den anderen Bulli. Ja, hier liegt sich auf jeden Fall super. Ich lieb's. Und deswegen haben wir auch das Dachzelt geholt, obwohl im Bus theoretisch Platz ist für ein Bett. Aber da räumt man dann immer so viel hin und her. Und hier noch ein zusätzliches Schlafgemach zu haben, ist sehr cool. Ja, die Breite hier ist 1,40, 45 mal 2 Meter. Und ja, eine ganz normale Matratze war hier schon mit drin. Was wir noch zusätzlich geholt haben, ist halt hier diese Zusatzmatte. Die sorgt dafür, dass es hier nicht feucht drunter wird. Und man hat hier sogar auch noch so ein Winterzelt, was man dran schneiden kann. Das ist jetzt schon weg. Ja, sonst könnte ich schon sagen, es ist sehr bequem. Ja, wir schlafen hier zu zweit. Und das Coole ist, wir haben ja jetzt einen Hund. Und heute war unsere erste Nacht mit unserem Hund. Das hat gut geklappt. Der hat hier genau in der Mitte gepennt. Hier. Zwischen uns und später ist er dann immer, geht er an unsere Füße und dann schläft er da unten. Und das hat sehr gut geklappt. Ist dann nochmal eine Zusatzwärme. Also kalt wird es hier auf jeden Fall nicht. Und wir benutzen ganz normale Plymouths. Ich liebe eigentlich Schlafsäcke, aber irgendwie mit Plymouth ist irgendwie fast schon manchmal sogar wärmer. Ja. Also vor dem Dachzelt hatte ich so einen Gepäckdachträger und den habe ich eigentlich nur gekauft, damit man dort oben drauf chillen kann. Der war aber dafür nicht geeignet. Jetzt haben wir ein Dachzelt, was viel geiler ist, aber diese Dachterrasse echt günstig auf eBay bekommen. Und da kann man hier halt drauf gehen. Ja, theoretisch auch Gepäck drauf lagern oder Wakeboards oder so, wenn man mal losziehen will. Aber was das Coolste daran ist, man kann hier einfach sitzen und die Aussicht genießen. Das wollte ich auf jeden Fall haben. Kann man hier so Kaffee trinken oder die Sonne genießen. Sowas halt, ne? Oder man kann auch theoretisch drauf stehen und ein bisschen tanzen. Aber was noch cool wäre, wenn es hier so eine Rutsche gäbe, die man dann runterrutschen kann. So, und dann kann man hier von hier aus wieder rein und hier wieder runter. Und hier kann man sonst auch eigentlich noch seine Schuhe reinklemmen. Hier. Aber dann ist halt hier übelst voller Schlamm, wenn es so ein Wetter ist. Und dann geht's wieder elegant in den Schuh. Ja, und was wir an dem hier auch cool finden, dass man hier halt trocken reinkommt, dass es so ein Vorzelt hat. Und wir haben es auch extra so positioniert, dass wir noch so ein Unterdach haben und es hier trocken bleibt. Unser schöner VW-Bus aus dem Baujahr 87. Das ist ein ehemaliges Fahrzeug von den Johannitern, vom Katastrophenschutz, einfach ein Mannschaftswagen gewesen, den wir dann von einem älteren Herrn, der den ja, sich vorher gekauft hatte und damit jahrelang gefahren ist, dann abgekauft haben und uns dann quasi so ausgebaut haben mit unserer Schlafbank drin, die man umklappen kann, unserem kleinen Schränkchen, unserem Kühlschrank, ja, dass man halt einfach unterwegs sein kann. Ja, hier vorne haben wir unseren Kühlschrank. Auch schön gefüllt, den kann man mit Gas betreiben und mit Strom. Und hier haben wir eine Zweitbatterie. Und der ist jetzt gerade auch am Strom geladen, weil irgendwie das mit dem Gas gerade ausnahmsweise diesmal nicht klappt. Ja, der Rocky macht auch gerne Yoga hier drin.
Und hier habe ich was ganz Einfaches hingebaut. Wir hatten nämlich sehr viel zu tun mit Rostarbeit und allgemeinen Motor und so. Und eigentlich wollte ich was richtig Fancyes hier einbauen, aber das tut sich auch. Das hatte ich von irgendjemandem aber auch gesehen gehabt. Das ist von Ikea, so diese Kinderabteilung, Schränke. Und die einfach hier eingebaut. Die Schubladen kann man halt super easy dann hier rausholen und wieder reintun. Die kann man auch nachkaufen dann aus vom Ikea, dachte ich, falls die irgendwie kaputt gehen, gut auswaschen. Und dann habe ich es hier so ein bisschen noch lackiert. Nach dem Lackieren sind die leider doch ein bisschen weggerutscht. Das muss ich noch ein bisschen besser fixieren. Und hier so Knöpfe mit Leder, also wie so Druckknöpfe dran gemacht. So ein bisschen, ich wollte es ein bisschen stylischer gestalten, ein bisschen angesprüht und so. Aber ja, eigentlich, ja, ist halt, sind halt normale Schubladen mit gefüllt mit Essen und was man halt so braucht, ne, Geschirr, Besteck. Auch nicht total ordentlich. Ich habe es zwar eben gerade aufgeräumt, aber das wird eh immer total schnell wieder chaotisch. Und ja, wenn man hier vorne geht, nach vorne geht. Achso, ja, hier richtig cool, das war auch schon vorher drin. Ein Drehsitz, den kann man dann halt, wie man ja sieht, umdrehen. Das ist total praktisch, da kann er sich hier einer hinsetzen. Und hier vorne fährt es sich halt total toll. Mit diesem großen, total schönes Feeling beim Fahren. Ich mag das total. Ja, hier das Fenster war schon vorher drin, wo wir das gekauft haben. Ist auch manchmal ein bisschen undicht. Also hatten wir so einige Erfahrungen. Ich glaube, hierhin hat es auch mal ein bisschen getropft wieder. Aber es geht eigentlich jetzt, ja. Ansonsten habe ich hier noch so einen coolen Spiegel, wo man sich dann ein bisschen, wenn man mal ausnahmsweise sich mal so ein bisschen schminken will oder so. Hier meine Gardinen. Die sind halt nicht so perfekt geworden. Also Dachhimmel auch anzuschrauben war gar nicht so einfach. Das habe ich halt komplett bemalt, das finde ich eigentlich ganz nice, auch wenn das da nicht so richtig, ja, wie gesagt, perfekt ist. Aber dadurch, dass wir jetzt eh immer im Dachzelt pennen, benutzen wir die Gardinen noch gar nicht. Wir haben aber noch eine andere Idee mit den Gardinen gehabt, stimmt. Das befindet sich nämlich hier unten, weil ich mag so Hängegardinen eigentlich gar nicht, so vom Optischen. Aber wir hatten dann die Idee, weil wir haben jetzt hier auch keinen Filz dran gemacht, sondern es ist halt Metall geblieben. Und dann hier so Stoff und dann kann man das halt hier entsprechend mit den Magneten dann befestigen. Also es ist ja immer so die Frage, was will man? Will man das hinten zu haben oder offen haben von den Fenstern? Ich wollte es anfangs eigentlich immer gerne offen haben. Aber ja, beides eigentlich Vor- und Nachteile, ne? Ja, und hier diese Multivan-Bank. Die hat mir ja, wie gesagt, dazu geholt. Und hier sieht man auch, wie wir das hier selbst dran geschweißt haben, die Halterung. Die war ja nicht mit drin, die hatte ja nicht gepasst. Und die kann man hier unten einmal aufmachen. Die ist auch unsere zweite Batterie. Dann ist hier noch Heizung und ja, Gas, Öl, was man so braucht. Hier habe ich zum Drunterklemmen auch noch ein bisschen was. Und man kann die halt, die Bank, ja, einmal hier so nach vorne klappen. Dann müsste man die, das ist ein bisschen, bisschen sperrig, aber dann kann man die dann hier nach vorne ziehen und dann aufklappen und dann hat man, dann ist die bis hier eine Liegefläche und da hinten ist ein Stück dann Matratze noch ausgeschnitten im Kofferraum. Dann könnte man da liegen, aber oben im Dachzelt ist auch bequemer, weil hier ist ja dann eine andere Matratze wieder vorne. Und hier haben wir auch immer das Gepäck. Und vorher hatten wir dann immer alles von hinten nach vorne geräumt, wenn wir dann geschlafen haben und so. Wir haben ja nicht so viel Staufläche hier. Ja, das ist mit dem Dachzelt schon cooler. Außer wenn wir so eine Nacht stehen, dann ist es eigentlich schneller, im Bus zu pennen. Ja. Eigentlich sieht es auch noch hier richtig hippie-mäßig aus. Das mag ich ja sehr. Aber jetzt ist der Hund da. Jetzt sieht es halt ein bisschen dreckiger aus. Gehört auch dazu, aber dafür haben wir einen süßen Hund. Ja, hier sind wir auch im Kofferraum. Hier sieht man auch die Matratze, die wir dazu geschnitten haben. Und hier wäre dann auch der gute Motor. Ja, und das macht man den Kofferraum auf. Man setzt sich hier hin und kann dann auch entspannen und die Aussicht genießen. So das Wohnzimmer 2.0. Hier haben wir auch noch unsere Schlafsäcke. Ich weiß nicht, warum. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob wir Plümmer oder Schlafsack nehmen. Jetzt haben wir beides dabei. Aber gut, aber die Tasche dafür sieht fancy aus. Ne? Haben wir noch dazu genäht.
Und ja, hier habe ich jetzt meinen kleinen Shop aufgebaut. Ich mache nämlich Kunst und hier habe ich so ein paar Postkarten, die ich schon entwickelt habe. Fing auch alles mit dem Stiefel an. Und ich habe ja hier die Dachzeltnomaden schon vorher zwar gekannt, so aus dem Internet, aber durch die Flut halt kennengelernt aus dem Ahrtal, aus meiner Heimat. Und ja, habe dann mit der Postkarte angefangen und dann kam die dazu. Die habe ich dann noch drucken lassen, weil das so ein Gemälde von mir war, was zwar ja, weggeschwommen ist, aber ich noch als digitale Version hatte. Und dann habe ich die noch dazu gemacht, noch meinen Bully-Comic fertiggestellt. Kann man also mal ein bisschen reinsneaken. Das hatte ich nämlich die Originalzeichnungen auch nicht mehr. Aber habe dann auch noch die digitalen Versionen gehabt und dann habe ich das vor kurzem mal fertiggestellt. Und ja, also in meiner Freizeit bin ich sehr gerne kreativ, male und so. Ja, also wie ich zu den Dachzeltnomaden gekommen bin, also die kannte ich schon vorher, weil wir uns das Dachzelt 2020 in der Corona-Zeit zu unseren, das war unser Hochzeitsgeschenk, da haben wir dann einen Flitterwochen-Roadtrip gemacht mit kompletten Regen in Deutschland. War eine gute Mutprobe, aber genau, seitdem haben wir dann geguckt, also sind wir irgendwie auf die Dachzeltnomaden schon drauf gestoßen und wollten auch mal auf hier so ein Camp fahren. Und dann kam halt die Flut in meiner Heimat und zum Glück hat der, also wir waren dann stark betroffen und haben aber den Bulli noch rechtzeitig weggeparkt und der hat zum Glück überlebt. Ich wusste nicht in der Nacht, ob der noch da ist. Und auch wenn das natürlich ein bisschen zweitrangig ist, weil da echt viel Krasses passiert ist und man einfach froh sein kann, dass man lebt, aber man ist trotzdem sehr froh, dass das gerade so, was man selbst erschaffen und gemacht hat, jeder kennt das, der irgendwie ein Auto oder irgendwas Handwerkliches gemacht hat, ist man natürlich sehr froh, dass das noch da ist. Und ja, und dann habe ich gesehen, dass die Dachzeltnomaden auch in meine Heimat gekommen sind. Gut, ich hatte es vorher nicht geschafft, auf Camp zu gehen, aber dann sind sie dann zu uns sozusagen gekommen. Ich habe ja ganz viel gerockt in meiner Heimat und dann habe ich irgendwann euch in Altenburg getroffen, habe einen Kunstdruck noch in die Hand gedrückt als Dankeschön und irgendwann bin ich dann auch ins Camp gekommen und dann sind tolle Freundschaften entstanden und seitdem sind wir sozusagen am Start. Ich weiß gar nicht, wann die Idee gekommen ist. Wir haben einfach, das glaube ich, irgendwo im Internet, glaube ich, gesehen und dachten auch, auf dem Bulli sieht das auch ganz cool aus. Aber vor allem war es praktisch einfach total gut, weil, wie gesagt, wir schon irgendwie versuchen, wenig einzupacken, aber kriegen das irgendwie nicht so hingefühlt und es ist immer so ein Hin und Her. Und es war hier irgendwie auch, der Jonas hat nicht so gut geschlafen hier mit den Matratzen, den unterschiedlichen. Und dann kam uns das Dachzelt in den Sinn und dann haben wir ja geheiratet und das war dann unser Hochzeitsgeschenk sozusagen. Dann sind wir mit dem Dachzelt und mit dem Bulli in die Flitterwochen gefahren und das war auch sehr cool mit dem Dachzelt auf jeden Fall. Also das war alles top, nur der Regen ist uns komplett hinterhergefahren. Also sonst haben wir es immer geschafft, so ein bisschen auszuweichen, aber in diesem Trip, das war eine Blutprobe, da ist er einfach immer hinterhergefahren. Das ist unglaublich gewesen, aber es ist auch eine tolle Erfahrung. Ja. Ja, und wie wir den Bulli und das Dachzelt verwenden. Tatsächlich nach der Flut dachte ich wirklich, okay, der Bulli ist noch da. Jetzt fange ich Vanlife an. Ich weiß nicht, aber irgendwie hat es dann, sind wir doch die Typen, die dann uns doch gefestigt haben. Und wir haben jetzt ein Haus in der Mosel. Und direkt nach der Flut war mir das auch irgendwie komischerweise viel zu anstrengend mit dem Bus. Also anstrengender, als wo wir diesen ersten in der Wohnung untergekommen als in der Wohnung zu bleiben und ja, unser Leben sieht mit dem Bus so aus, das ist halt meine Freiheitskutsche und ich habe so ein festiges Zuhause und dann fahre ich immer los, wenn ich Freiheitsgefühl brauche, mal jetzt hier so einen Kurztrip oder wenn wir dann im Urlaub weiter wegfahren und also immer Urlaub oder am Wochenende, wie dann halt Zeit ist und fahren dann immer los, wenn wir Bock drauf haben, genau. Ja, das war unser Setup mit unserem Bulli Bruno und Dachzelt obendrauf. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne unten kommentieren und abonnieren natürlich nicht vergessen. Ciao. Tschüss!